Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Wir sind im DLC Phantom Liberty unterwegs. Wir haben jetzt einen Job mit Reed zusammen. Wir müssen jetzt den Weg zum Black Sapphire bahnen uns. Wir müssen jetzt hier durch einen giftigen Tunnel durchschwimmen. Dann müssen wir ein paar Leute erledigen und dann werden wir uns mit Reed treffen und dann werden wir uns schick machen und dann geht's ab in den Turm. Heidi Jalla. So, erstmal den Anzug anziehen. Sonst nibbeln wir ab. Der sieht sogar cool aus. Jetzt mal ohne Scheiß. So, Messer, Pistole, Sturmgewehr. Das Loadout steht auf jeden Fall. Ich bin im Wasser. Gut, suche einen Weg zur anderen Seite. Ich erkunde bis dahin die Gegend ums Hotel. Hansen hat bestimmt die Tunnel fluten lassen. Haben wahrscheinlich nicht genug Leute, um alle Eingänge zu bewachen. Ich habe eine Lücke in ihrer Abwehr gefunden. Sollte gleich drin sein. Out. Dass ich keine Platzangst habe. Ich habe jetzt die Patrouillenrouten im Kopf. Kann mir ungesehen meinen Weg bahnen. Da wir nicht genügend Leute haben, um die Tunnel zu Wartungsbereich in beide Richtungen effektiv zu sichern, hat Colonel Hansen uns befohlen, die Kellerbereiche unter dem Black Sapphire umgehend zu fluten. Dieses zu erledigen, sobald die nötigen Geräte angekommen sind. Die Lastwagen sind schon unterwegs, die Aufgabe wird von Unteroffizieren geleitet, die ich persönlich auswählen werde. Außenposten vorbei. Nähere mich dem Lagerhaustor.
sicher, dass es im System ist? Dann ist es nämlich gestohlen. Scheiße. Oder ich bin blind. Such weiter. Der Scheiß steht eindeutig auf meiner Liste. Wie? Noch da? Klar. Bin am Tor zum Lagerhaus. Du musst das Gebiet sichern und das Tor von innen öffnen. Bist du, Reed? Aber das muss geliefert werden, Joom. Aber nicht hier. Nur für VIPs, okay? Also, wo soll ich dann... Sehe ich aus wie der verfickte Hotelrezeptionist? Anderer Eingang. Die Lieferung. Irgendwas von Interesse gesehen? Alkoholkartons und so. Hast du unsere Steuer kassiert? Na klar. Ah, da bist du ja. Wie sieht's aus? Ein Tor. Zwei Wachen. Um die kümmere ich mich. Mach mir nur das Tor auf. Bitte schön. Okay, hab Zugang zum Aufzug und fahr nach oben. Mach auch los. Wir sehen uns dort. Verstanden. Oh, jetzt zum Treffen. Siehst du das? Da war irgendjemand. Ich glaube, wir haben Besuch. Muss hier irgendwo sein. Ich kann ihn nicht ablegen. Aufgepasst. Wir sind jetzt in der Wolfshöhle. Hast du Angst vor ihm? Hansen. Der Mann hat in NUSA und Night City mehrfach den Mittelfinger gezeigt. Dafür sollte er schon seit Jahren tot sein. Stattdessen gehört ihm ein ganzer Bezirk. Also hast du Angst? Das ist Hansens Revier. Er hat hier die Oberhand. Das ist einfach eine Tatsache. Geht mir deshalb der Arsch auf Grundeis? Bestimmt nicht. Okay, such dir einen Ort, von dem aus du mich sehen kannst. Neutralisiere alle Bedrohungen. Bleib jetzt ruhig. Neuer Benutzer entdeckt.
Kalibrierung läuft. Feuermodus inaktiv. Bin in Position. Hab dich. Und was jetzt? Wir machen das schön still und leise, klar. Wenn du Wachen vor mir siehst, gib mir Bescheid. Keine Sorge, Boss. Zur Not hat das Gewehr einen Schalldämpfer. Ich sehe mich besser um. Mine, gleich um die Ecke. Gut gesehen. Wäre mir nicht aufgefallen. Da sind einige Wachen auf dem Weg vor dir. Verstanden. Wir erledigen sie nacheinander. Müssen nicht wissen, dass wir hier waren. Ich sehe den Hauptaufzugsschacht. Zu riskant. Oben werden Wachen sein. Aber behalte den im Blick. Ich sehe einen Haufen Container. Über die könnte ich zu dir kommen. Ja, ich sehe sie auch. Ich baue dir eine Brücke. In der Nähe ist ein Wartungsaufzug. Mit dem fahren wir hoch. Aber erstmal muss ich hinkommen. Gib mir Deckung. Kalibrierung abgeschlossen. Feuermodus aktiviert. Vergiss nicht, der Gang ist vermint. Sonst ist die Luft rein. Verstanden. Ich gehe weiter. Digga, was ist das für eine geile Mission? Eine Tsunami zu Shigumo kann ich auf Verbündet stellen. Bewegungssensor. Kann ihn nicht umgehen. Kümmer du dich drum, okay? Ich sehe einen Generator. Sensor ausgeschaltet. Sehr gut. Weiter geht's. Mit dem Überwachungssystem verbunden. Ich brauche Hilfe. Du nimmst die Wache links und ich die hinter der Wand. Konzentrier dich auf mein Ziel, wie? Freie Schussbahn. Auf mein Signal. 3, 2, 1. Alter! Durch die Wand hat er sich den gesnackt. Gut gemacht. Weiter geht's. Achtung! Oh. Große Patrouille kommt auf dich zu. Verstanden. Ich gehe in Deckung. Hey, was ist der Unterschied zwischen einem Scarf und einer Zwiebel? Keine Ahnung. Beim Scaff musst du nicht heulen, wenn du ihn aufschlitzt. Ich gehe weiter.
langsam. Ich sehe sie. Danke. Bin in Position. Die Wache ist in Sicht. Siehst du die Kamera über mir? Die können wir nutzen. Die Kamera gehört mir. Markiere unser Ziel und schieße. Der Schuss sollte durch die Wand gehen. Bist du noch da? Wache erledigt. Gut gemacht. Geile Scheiße. Ja, ich denke mal, wir haben es, oder? Ich sehe sie. Ich hab's auch gehört. Gehen wir. Ich wurde vielleicht gesehen, wie. Du musst dich um die kümmern, bevor sie mich erwischen. Die Luft ist rein. Kannst weiter zur Brücke. Gute Arbeit. Alter, habe ich die jetzt bekommen? Nein, ich will sie haben. Jetzt ein neues Item. Oh yeah, Baby, ich habe sie bekommen. Tsunami ist mal wieder führend bei der Entwicklung neuer Waffentechnologie. Warum diese aufgeladenen Kugeln durchdringen Gegner und verändern ihre Flugbahn, um mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen. Alter, was ein geiles Teil. Ich lasse jetzt die Brücke runter. Los. Hast reine Arbeit, wie? Sehr gut. Ich bin beeindruckt. Mir nach. Geh mir zum Aufzug. Der hätte uns safe zur Sau gemacht, wenn wir hier jetzt richtig gefightet hätten. Alarm ausgelöst hätten, alles Mögliche. Fast geschafft, wie? Na, endlich. Du siehst ein bisschen blass aus. Kleines Déjà-vu. Anderer Aufzug, anderes Hotel. Die Sache ist nicht gut gelaufen. Wie kommst du darauf? Teil meines Jobs, sowas zu bemerken. Ich bin keine drei. Ich habe schon so einiges durchgemacht. Ich weiß. Aber jetzt überfallen wir die Party eines ruchlosen Diktators, dem wir seinen wertvollsten Besitz klauen wollen. Ja, das wird wild. Zeit zum Umziehen. Zieh deine neuen Klamotten an und üb dich im Lächeln. Zeit für die Party. Stylischer Anzug. So anziehen. Zack, die Bohne. Alter, das sieht sogar wirklich cool aus. Nicht schlecht. Wir sind soweit. Boah. Alter, Reed sieht noch besser aus. Holy shit. Eins muss ich Hansen lassen. Die Party hat was. Klotzen, nicht kleckern. Zu meiner Zeit gab's sowas nicht. Und jetzt geh da rüber und hilf mir auf die Sprünge.
Hab vergessen, wie echter Champagner schmeckt. Ich bin an der Bar, falls du mich brauchst. Sag lieber, wer nicht hier ist. Der NCPD-Präsident, Politiker, Diplomaten, Prominente, Konzernchefs, Gangbosse. Jetzt hat es weit gebracht. Willkommen. Darf ich Ihnen Champagner anbieten? Da sag ich nicht nein. Einen angenehmen Abend noch. Alles Wahlkampagne. Die Ermittlung. Nein, ich weiß, dass das extra für uns gemacht wurde. Fucking Holz. Es geht nicht um die Bezahlung. Ich brauche nur die Papiere dazu. Gibt es keine Alternative? Folgendes. Entweder bekommen wir eine Kaufbestätigung oder es gibt einen anderen Weg. Aber denk nicht, dass es eine Kriegserklärung ist. Und das soll heißen? Soll heißen. Ihr verklagt uns, damit die Öffentlichkeit was zu sehen hat. Ich könnte aussagen, dass diese Baumaßnahmen vom Rathaus genehmigt wurden. Das werden wir später besprechen. Natürlich. Kompromisse sind immer möglich. Hast du dich verirrt? Ah, die Ruth Zeng ist es. Ruth Zeng? Die einzig wahre. Willst du mir nicht Gesellschaft leisten für den Rest des Abends? Es ist noch früh. Etwas später? Okay. Ihr Glas ist leer. Vielen Dank. Es geht nicht darum, was für Papiere du hast. Du musst Hansons Sprache sprechen. Du meinst, ein paar Militärslogans bringen Hanson dazu, 10% des Bezirks zu revitalisieren? Das meine ich nicht. Man muss ihm seine zu erwartenden Profite und Verluste zeigen. Ganz eindeutig. Ohne Schönfärberei. Und du denkst, ich betreibe Schönfärberei? Du hast deinen Vertrag mit Night City abgeschlossen. Prima. Überlass aber Hanson mir. Nimm's mir nicht übel, aber du würdest das nur versauen. Alter, wer ist denn das hier? What the fuck? Das ist Ruski. Mafiosi. Alter, WTF. Ah, da ist er doch. Der König von Dogtown höchstpersönlich. Eher ein Straßenköter als ein Alpha-Wolf. Wieder? Ach, keine Mann, ich schwör's. Ich glaub's ja, nicht. Morgen.
Du meinst, Kurt war zufrieden. Warum hat er uns dann nicht unterstützt? Nicht mal bei deinen Verhandlungen mit dem Glatzkopf vom Konsulat. Ich glaube, er will neutral rüberkommen. Jedenfalls in der Öffentlichkeit. Wir haben nicht zwei Minister verhaftet, damit er jetzt auf neutral macht. Der Zug ist abgefahren. Mumbai verliert langsam die Geduld. Erinnere ihn morgen daran. Natürlich, natürlich. Also ich habe gesehen, wie du diese Schlampe von N54 angesabbert hast. Liebling, ich war nur höflich. Du wirst nicht fürs Höflichsein bezahlt, sondern fürs Geschäfte machen. Ich kann Carlos gern stecken, dass ich wieder mal allein mit dem Kartell war, weil mein Mann ihn nicht in der Hose behalten kann. Ich sag dir was. Ich kann Carlos stecken, dass die Schlampe von N54 ein paar Dinge zu sagen hatte, die ihn interessieren sollten, Liebling. Wen meinen die? Die Gillian Chorn oder was? Der Tisch wird vorbereitet. Die Wetten gehen in Kürze weiter. Komm schon, noch ein Gewinn, nur einer. Dieser Tisch ist voll. Bitte suchen Sie sich einen anderen. Das System ist narrensicher. Dass ich eingeladen wurde. Ja? Was gibt's? Oh, da ist sie ja. Gillian Jordan und Arif Iqbal? Persönlich und zusammen? Ha, da muss ich einfach Hallo sagen. Hallo. Mann, wo waren wir? Was ist so überraschend daran, dass ich eingeladen wurde? Hansen war schon immer ein vernünftiger Kerl. Mr. Kevorkian. Kennen wir uns? Sorry, ich habe einen wichtigen Holo hier. Ja, für die größten Märkte. Analyse, Informationseinbindung, Musteranalyse. Die lieben das hier. Für die das reinste Adrenalin-High. Und Tenzin geilt sich daran auf, dass sie ihm aus der Hand fressen. Oh, Mr. Hans. Du auch hier, Hans? Wir sollten nicht zusammen gesehen werden. Ich kenne dich nicht, aber schönen Abend noch. Ausgezeichnete Arbeit. Offenbar hat niemand das Versagen der Security oder den uneingeladenen Gast bemerkt. Ich bin sehr beeindruckt, wie... Was jetzt? Ich weiß auch nicht mehr als du. Wir sollten herkommen. Entweder trifft sie uns, oder sie hat was für uns versteckt. Und du? Was machst du? Ich glaube, das ist eine geile Party hier. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Zu meiner Rechten, in der Nische hinter der Treppe. Der Typ in Uniform. Der aussieht, als käme er direkt vom Schießstand. Ihm gehört das Black Sapphire.
Mr. Dogtown höchstpersönlich. Kurt Hansen. Und offenbar gut Freund mit dem NCPD-Commissioner. In seinen Durchsagen wettert er über die Polizei. Aber das ist nur Show. Hinter verschlossenen Türen steigt er nur zu gern mit den NCPD-Oberbullen ins Bett. Halt dich fern von ihm. Keine Konfrontation. Aber bleib sichtbar, damit Songbird auch die Chance hat, uns zu finden. Ich hol mir einen Drink und seh mich um. Bleib dran. Passe auf, dass du niemanden bedrängst. Möchten Sie etwas trinken? Also tu so, als hättest du Spaß. Gin Tonic, bitte. Sag mal, ich suche nach einer Freundin, die mich hier treffen wollte. Okay. Hat deine Freundin einen Namen? Koreaner. Um die 30. Haben Sie vielleicht gesehen? Auf diesem Stock? War sie allein? Nein, Hansen war bei ihr, glaube ich. Aber der redet gerade mit irgendwelchen anderen Leuten. Nicht mit ihr. Ja, ich sehe ihn. Genehmige dir nachher einen auf mich. Wie? Gut, dass du hier bist. Du wirkst überrascht. Liegt's an der Frisur? Das Kleid steht dir gut. Danke. Und das hat dich bestimmt am meisten überrascht. Es ist so schön, dich zu sehen, Vi. Wüsste nicht, was ich ohne dich machen soll. Schön, dich endlich mal persönlich zu treffen. Unser letztes Gespräch endete dramatisch. Der Runner, dein Freund, der uns letztes Mal verbunden hat. Ich habe ihn umgebracht, oder? Ich würde eher sagen, das waren wir beide. Wir hatten wohl nur Glück. Ich hatte keine Zeit, alles zu erklären. Soul, ich habe so viele Fehler gemacht. Ist schon gut, Song. Nicht deine Schuld, sondern voll und ganz unsere. Eure? Meyers und meine. Ich weiß, wozu sie dich gedrängt, gezwungen hat. Und ich war nicht da, um sie aufzuhalten. Wir reden später weiter. Zuerst holen wir dich hier raus. Das ist nicht möglich. Doch, ist es. Wir können hier raus. Das meine ich nicht. Ich sterbe so. Wie? Hansen hat das Gegenmittel. Wenn wir abhauen, sterben wir beide. Der Relic bringt Wie um. Die Blackwall, mich. Ich kann nicht weg. Wir stecken in derselben Scheiße. Warum hast du nichts gesagt? Hatte nicht die Zeit. Aber hör zu. Ich brauche Hilfe. Eure Hilfe. Hansen besitzt irgendeine Tech aus einem Bunker in Dogtown. Tech, die mich und Wie heilen kann. Wir müssen sie klauen. Aber das geht nur, wenn ich hier bleibe. Die Gefangene spiele. Sumi, scheiße. Wir warten auf unsere Chance und schlagen zu. Ich bleibe hier und melde mich, wenn die Zeit reif ist. Sobald ich die Tech habe, hau ich ab. Mit dir ist es nie einfach, oder? Ah, Sumi. Willst du mir deine Freundin nicht vorstellen? Es kommt nicht oft vor, dass ich die Gäste auf meiner eigenen Party nicht kenne. Und ich vergesse nie ein Gesicht. Kurt Hansen. Ich bin Vi. Einfach Vi. Hab's du mich ewig nicht gesehen. Wir reden über früher.
Ah, so ist das also. Für mich gehen Wiedersehen oft mit gebrochenen Herzen einher. The fuck? Oder Zähnen. So oder so. Beides sehr schmerzhaft. Nun gut. Ich muss dich entführen, meine Liebe. Dich wollen ein paar NC-Politiker kennenlernen. Und wenn wir möchten, dass die hungrigen Ratten aus Dogtown wegbleiben, müssen wir sie gelegentlich füttern. Ich gehöre ganz dir, Kurt. Bis gleich wie. Ha, es hat geklappt. Unser Link hat sich wieder aufgebaut, als ich dich berührt habe. Interessant. Ich muss das verarbeiten. Ich brauche einen Drink. Ich bin unten. Pass auf, Lee. Ich werde dir alles erklären. Was soll das, Song? Ich kenne nicht viele Gefangene, die im Cocktailkleidchen auf Partys abhängen. Und dann der übertrieben freundliche Umgangston mit einem Kidnapper? Das ist Tarnung, Vee. Ich tue, was ich muss, um zu überleben. Und um zu kriegen, was ich will. Hansons Angeberei ist ein kleiner Preis. Vee, ich kann jetzt nicht alles bis ins Detail erklären. Aber ich brauche wirklich deine Hilfe. Alles, was ich will, ist unsere Heilung. Das wollte ich die ganze Zeit. Das gefällt mir so ganz und gar nicht. Mir auch nicht. Glaub mir. Ganz ehrlich, es sieht für uns alle drei beschissen aus. Das Heilmittel. Wie kommen wir ran? Wir brauchen die Neuralmatrix. Geheimtech, die KIs von hinter der Blackwall benutzt. Die Matrix liegt auf einem Mainframe, den Hansen im Bunker gefunden hat. Der Mainframe ist gesichert und Hansen hat keinen Zugriff. Was genau ist eine Neuralmatrix? Kurz gesagt, ein Speicher für eine KI, die in bestimmten Bedingungsgrenzen gefangen ist. Wenn die KI ausgelöst wird, führt sie aus, was diese Bedingungen vorschreiben. Genauer kann ich das jetzt nicht erklären. Keine Zeit. Raus damit. Gibt's einen Plan? Hansen braucht mich und zwei Runner, die früher mit der Tech gearbeitet haben. Sie haben Zugriffscodes, die sie ihm verkaufen würden. Normaler Schwarzmarktkram halt. Sie sorgen für den Zugriff und ich weiß, wie wir Matrix und Daten aus dem Mainframe ziehen. Wir sollen zusammenarbeiten. Das ist unsere Chance. Du klaust die Zugriffscodes und lässt die Runner verschwinden. Dann gebt ihr euch als die beiden aus und trefft Hansen. Bei der Gelegenheit schnappen wir ihm die Matrix unter der Nase weg. Wie soll das gehen? Wie sollen wir uns als die Runner ausgeben? Tech für Persönlichkeitsdiebstahl. Alex und Reed kennen sich gut damit aus. Sie werden es dir erklären. Dass uns ausgerechnet die beiden helfen, hätte ich nie gedacht. Dieser Job. Diese ganze Sache mit Hansen. Das passt doch alles vorne und hinten nicht. Du verschweigst mir irgendwas. Ich kann dir jetzt nicht alle Details geben, Vee. Bitte. Wir brauchen die Matrix. Konzentrier dich auf die Runner. Die sind hier. Unten. Rothaarige Zwillinge. Beide mit mehr Eis als in der Antarktis. Deine Kiroshi-Scans werden durchdrehen. Du willst mich loswerden? Das Champagnerglas da drüben. Dort warten Infos auf dich. Bring sie Reed. Die braucht ihr später. Ich muss jetzt los, Vee. Ich zähle auf dich. Songbird? Und weg ist sie. Bezaubernd.
Ja, wie geil war denn das jetzt bitte? Das war ja so gut. Guck mal, dein neuer Freund hat besondere Bedürfnisse. Er versucht, seine Sorgen zu ertränken. Ich habe über den Relic mit Songbird gesprochen. Das geht wieder. Mhm. Alles okay, Reed? Ja, muss das nur kurz verarbeiten. So bin ich gestrickt. Nach Widrigkeiten muss ich erst mal kurz in mich gehen. Ist was dabei rausgekommen? Ja. Wir wissen jetzt, wer Myers erledigen wollte. An wen denkst du? Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe Zufälle als Muster, als Strukturen, die es zu erkennen gilt. Was meinst du damit? SF-1 stürzt ab. Nicht irgendwo, sondern in diesem Bezirk. Beherrscht von jemandem, der angeblich eine mysteriöse Tech in einem Geheimbunker gefunden hat. Der Absturz war ein Insider-Job. Das haben wir von Anfang an geahnt. Jetzt steht es fest. Und wir wissen, Songbird steckt dahinter. Und das hast du nach nur einem Drink rausgefunden? Oben auf dem Zwischenstock hat sich das Puzzle zusammengefügt. Somi meinte, sie stirbt. Daraus lässt sich einiges ableiten. Sie hat garantiert eine Abmachung mit Hansen getroffen, bevor das alles passierte. Das Leben der Präsidentin für diese Tech. Die Präsidentin an einen Waffenhändler verkauft? Krass. Wenn's stimmt. Myers hat Somi dazu gedrängt, Grenzen zu überschreiten, bis es ihr zu viel wurde. Ich weiß nicht. Song hat mich angeheuert, um Myers aus dem Wrack zu holen. Ich glaube nicht, dass sie wollte, dass Myers stirbt oder Hansen sie kriegt. So einfach ist es nie, wie. Ich denke, Somi spielt beide Seiten gegeneinander aus. Sie hat Abmachungen mit Hansen und mit dir. Sie hat Hansen, wo sie ihn haben will. Dann kommst du. Sie bittet dich, über den Relic die Präsidentin zu retten. Das ist ihr Alibi. Du brauchst das Heilmittel so dringend wie sie. Also hilfst du ihr auch, wenn der Plan schief geht. Und jetzt sind wir hier. Ja, und wir eilen Songbird zur Hilfe. Mehrere Schritte vorauszuplanen war schon immer ihr Ding. Aber das Urteilsvermögen ist ihre Achillesferse. Als Schachmeisterin wäre sie bestimmt berühmt für glanzvolle Spielzüge und wunderschöne Niederlagen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie mich weiter anlügt. Sie kommt mir offener vor als am Anfang. Aber alles sagt sie mir immer noch nicht. Könntest recht haben. Wachsamkeit schadet nicht. Aber ich kenne Somi gut genug, um zu wissen, dass sie immer fair bleibt. Also, was hältst du von all dem? Ich glaube nicht, dass allein Somi die Schuld trägt. Unter Agenten ist nichts, wie es scheint. Wir müssen weiter Fragen stellen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Weiß ich aus Erfahrung. Das Wichtigste ist, dass ich sie aus dieser beschissenen Lage raushole. Dann sehen wir weiter. Stimmt. Darüber nachgrübeln bringt nichts. Okay. Zurück zum Thema. Was müssen wir tun, um sie zu retten? Um an die Tech zu kommen, die Songbird und ich brauchen, sollen wir Hansen treffen. Das muss vorbereitet werden. Wir sollen uns nämlich als zwei Runner ausgeben. Dafür müssen wir deren Identitäten klauen, was auch immer das heißt. Persönlichkeitsdiebstahl.
Erinnert mich an eine Mission in Kolumbien. Wer sind die zwei und wo finden wir sie? Wie machen wir das? Wie klaut man denn jemandem seine Persönlichkeit? Metantropischer FIA-Tech. Alexand Zugriff. Du warst dabei, als sie es eingesetzt hat. Man sieht aus, klingt und verhält sich wie die imitierte Person. Dafür müssen wir unsere Ziele scannen. Crazy. Song hat mir diesen Splitter gegeben. Die Netrunner sind Bruder und Schwester. Rothaarige Zwillinge. Amüsieren sich hier irgendwo. Die haben wir gesehen. Die waren an der Bar. Okay, wir müssen Datenproben für bestimmtes Verhalten sammeln. Wir suchen die beiden, reden und scannen sie dabei. Alles klar. Glaub ich. Fangen wir gleich an. Da drüben. Wow. Das ging ja richtig schnell, Reed. Stimmt. Sind mir schon vorhin aufgefallen. Sie stechen sogar hier in diesem Gemenge hervor. Sieht von hier aus eher wie braune Haare. Roulette für die Zwillinge. Alex? Verstanden? Alles klar. Ich bereite die Tech für den Scan vor. Du kennst dich noch nicht aus, aber keine Sorge. Wir machen das zusammen. Jeder von uns scannt einen Zwilling. Alex leitet uns. Wie? Ich übertrage dir Geld aus dem Missionsbudget. Besorg dir Jetons und spiel mit. Aber verzock nicht alles in der ersten Runde. Wir gehen getrennt hin. Und wir kennen uns nicht. Dann mal los. Digga, wir hocken hier gerade zusammen an der Bar. Roulette ist eine Goldmine dafür. Glücksspiele bringen Freude und Enttäuschung. Ungezügelte Emotionen. Perfekt für den Scan. Guten Abend. Ich will Jetons kaufen. Natürlich. Viel Glück beim Spielen. 100 Stück. Oh mein Gott, wie teuer sind denn die? Muss ich die alle mitnehmen? Wahrscheinlich, ne? Wie noch was? Du bist nicht hier, um Spaß zu haben. Einfache Wetten, rot oder schwarz. Kein Double Street oder so eine Scheiße. Verstanden? Verstanden. 24. Spielst du mit? Gerade. Schwarz. Setzen Sie, bitte. Kann ich setzen? Bitte sehr. Schwarz soll es sein. Entspann dich. Gib ihnen Drink aus. Ich komm gleich. Alle Wetten sind gesetzt. Willst du dich nicht vorstellen? Wie? Und du? Aurore Cassel. Der Langweiler ist mein Bruder Emmerich. Wie läuft's? Habt ihr Glück? Wir haben erst angefangen. Was wollt ihr trinken? Ich lade euch ein. Ich nehme Bourbon. Leider trinkt mon frère nicht. Du hast die Dame gehört. Und Real Water für den Herrn. Was darf es für Sie sein? Ein Gin Tonic, bitte. Gin Tonic, selbstverständlich. Ihre Drinks kommen gleich. Gerade. Schwarz. Ey, Merde. Jawohl, schwarz, Junge. Setzen Sie, bitte. Letzte Chance. Na los, na los. Schwarz. Wie? Ich erreiche Reed nicht. Keine Ahnung, wo er ist. Schande Zeit, okay? Ich dachte mir gerade, du musst auch Dreck unter den Fingernägeln haben, wie alle diese Arschlöcher hier. Oder bist du etwa ein Tourist? Kein eigenes Leben, guckst bloß zu und geilst dich an anderen auf? Die provoziert gern. Naja, ich bin jedenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Ich mag Leute, die damit angeben. 15. Ungerade. Jawoll, ja. Verloren. Ach, Scheiße, ey. Mir reicht's. Setzen Sie, bitte.
Jetzt gehe ich auf Rot. Ich habe das Gefühl, ich hätte euch unterbrochen, als ich dazu kam. Mach dir darüber keine Gedanken. Oh, na komm, wie ist doch bloß freundlich. Nespa, wie? Du schnüffelst ihr doch nicht rum, hm? 18. Gerade. Gut. Ja, Wolski. Nee, immer noch kein Zeichen von Reed. Das ist gar nicht gut. Setzen Sie, bitte. Die 8 ist meine Lieblingszahl. Also nehme ich die 8. Okay, stimmt. Du durchschaust mich. Aber zu meiner Verteidigung. Ihr stecht sogar hier aus der Menge heraus. Ist dem so? Fremde zu belauschen kann gefährlich sein. Manchmal irrt man mehr, als gut für einen ist. Hör mal, Reed ist verschwunden. Wir können nicht warten. Du musst beide Scans allein machen. Du Scheiße. Wir haben uns nur über Politik unterhalten. Über unseren Gastgeber, Monsieur Kurt Hansen. Er verkauft große Waffen für großes Geld. Aber hier trifft man Promis, Politiker, den Polizeipräsidenten. Also dachte ich, vielleicht würde es Hansen als seriösem Geschäftsmann besser gehen. Tu penses pas? Ich denke schon. Mon chéfrère nicht. 6. Gerade. Schwarz. Tja, ist wohl nicht mein Glückstag. Oh shit. Setzen Sie, bitte. Wer ist Kurt Hansen wirklich? Eine wichtige Frage. Sei bei den beiden vorsichtig, wie? Und was meint... Hansen ist ein Anzug ohne Anzug, wenn du verstehst. Ach du Scheiße, ihr Amerikaner. Ihr hattet früher mal mehr Fantasie. Sie spielt mit dir, wie? Lass das nicht zu. Du musst wieder gleichziehen. Verrate mir doch mal deine Meinung über ihn. Profiter de la vie. Das Leben genießen. Darum geht es. Mit Krieg kann man Geld verdienen. Aber was hat man davon, wenn man es verstecken muss? Emmerich weiß das. Ich weiß das. Wenn Hansen schlau ist, weiß er es auch. 21. Ungerade. Rot. Setzen Sie, bitte. Digga, wir sind nur am Gewinn. Schwarz. Tu ne serais pas en train de devenir trop pote avec lui? T'es pas ton jaloux, petit frère. C'est pas comme si on allait baiser, lui et moi. Charmante kleine Show, die ihr hier abzieht. Siehst du, Emmerich? Wir sind charmant. Ich meine, Hansen könnte die Junkies aus Dogtown werfen und es zu einem Paradies für Milliardäre machen. Reichtum allein ist langweilig. Man kann in die Gesellschaft investieren, Jobs schaffen, Partys schmeißen. Sie wird redselig. Gute Arbeit, wie? Und Wohltätigkeitsorganisationen sind perfekt für Geldwäsche. Glaub mir. 10. Gerade. Schwarz. Jawohl, wir sind nur am Gewinn. Ich glaube, das ist gewollt, dass wir hier die ganze Zeit gewinnen. Setzen Sie. Es kann nicht sein, dass wir so viel Glück haben. Du bist so kindisch, wie amüsant. Was? Hansen und armlose Geschäfte. Nie im Leben. Reed antwortet immer noch nicht. Aber mach weiter. Jetzt den anderen Zwilling. Ganz schön naiv, Kumpel. Hast du Digi-Scheuklappen auf? Wie bitte? Scheiße, Mann, wie? Nichts für ungut. Aber du meinst, dass Hansen nichts von legalen Geschäften hätte, weil er als Krimineller genug verdient. Ja, und? Klar, kann er gemütlich weiter Eddies einnehmen, so wie jetzt. Oder er strengt sich etwas an und wird zum unanfechtbaren Mega-Milliardär. Das war zu offensiv. Etliche Gauner haben irgendwann einen Anzug angezogen. Erst dann standen sie über dem Gesetz. Wow. Jetzt hast du sein Interesse. Das war doch gut. Hier, gerade, schwarz. Et bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Scheiße, jetzt haben wir verloren.
Setzen Sie, bitte. Du hast keinen Respekt für ehrliche, aufrichtige Leute, oder? Ich muss dir sagen, wie. Mir wäre es gleich, ob ich Waffen oder Immobilien verkaufe. Aber jahrelang daran zu arbeiten, wie Menschen mich sehen, mich bezeichnen, in den Augen anderer als anständig zu gelten, das ist mir scheißegal. 24, gerade, schwarz. Setzen Sie, bitte. Mach weiter so. Hab's gleich. Jetzt brauche ich was emotional Starkes. Lachen oder weinen, egal. Geben Sie Ihre Wetten ab. Wie wär's, wenn wir alles setzen? Unser ganzes Geld. Und wir wetten auf unterschiedliche Farben. Nur einer gewinnt, der andere verliert alles. Ganz genau so. Moment. Du kommst an den Tisch, besorgst Drinks, redest und redest.